In dunklen Gruben. So, wir sind hier unten. Ja. Und müssen jetzt irgendeinen Schlüssel finden. Denn wir müssen da nach links durch dieses Tor, beziehungsweise durch diese Tür. Die ist allerdings abgeschlossen. Kann man nichts machen. Eisenerz, schön. Wir sind bestimmt überlastet, klar. Ich werde aber demnächst mal unnötiges Zeug wegschmeißen. Wegschmeißen, ja, klar. Nee, nicht wegschmeißen, sondern verkaufen natürlich. Sachen, die wir nicht brauchen, die werde ich mal verkaufen. Also wirklich richtig. Also von den Handwerksmaterialien werde ich gucken, was können wir da jetzt verkaufen. Und da werde ich so viel wie möglich hoffentlich los, dass das mal klappt. So, jetzt müssen wir irgendwo einen Schlüssel finden. Die Frage ist jetzt natürlich, wo? Ich sehe wieder nichts. Kann ich hier nicht? Licht an, aus, sehr schön. So, speichern wir nochmal schnell. Ja, hier unten in dieser Grube oder in diesem alten Stollen ist das alles relativ doof, weil hier so dunkel ist. Das ist wahrscheinlich für euch relativ blöd. Aber ich will nicht immer unbedingt einen. Ich will hier eigentlich keinen Katzentrank benutzen. Aha, hier geht's also schon mal. Ah, da ist doch was. Da ist noch eine Truhe. Schema, Schwert aus rotem Meteorit. Das klingt nach einer möglicherweise epischen Waffe. Aber hier ist auf jeden Fall, was war da? Ah, Licht an, aus. Gut, bringt aber auch nicht mehr so viel. Hier war schon mal kein Schlüssel. Okay. Dann gehen wir jetzt hier nach rechts. Vielleicht finden wir ja da einen Schlüssel. Oder erstmal so ein Ding zum Licht machen. Komm mal her. Ihr habt doch Licht dabei. Findet man hier. Ne, hier ist nix. Hier wieder, aber das sind auch hundertprozentig irgendwo Monster. Von diesen Untoten. Aber dieses Licht, das man hier macht, das macht auch nur begrenzt Licht. Also wirklich nur für dort, wo man gerade ist. So, und irgendwie könnte ich mir hier vorstellen, dass hier hinter dieser Tür jetzt so ein Schlüssel ist. Von der Minimap-Struktur her. Und ja, irgendwie wegen der Tür. Da kommen jetzt bestimmt ein paar Gegner und dann bekommen wir den Schlüssel. Noch ist hier mal kein Gegner. Immer noch kein Gegner. Hier kann man Licht an ausmachen. Und da ganz tolles Zeug mitnehmen. Und wir sind überlastet. Blaues Meteoritendingenskirchen war hier drin. Jetzt nehmen wir hier erstmal schön alles mit und jetzt schmeißen wir Zeug weg, das wir nicht mehr brauchen. Und das finden wir wahrscheinlich hier. Was kann man denn da wegschmeißen? Neckeraugen. Neckeraugen mit Sicherheit. Natürlich selbstverständlich nicht alle, aber 10. Oh, gut, das ist relativ wenig. Holzklotz. Die wiegen doch bestimmt, die wiegen jede Menge. Dann schmeißen wir davon 7 weg und das sollte dann auch reichen. Zack, damit hätten wir wieder genug. Also jetzt sind wir nicht mehr überlastet. So. Hier kann man kein Licht mehr anmachen, aber da noch. Gut, wo hier jetzt ein Schlüssel sein soll, wer weiß. Ja, das Erz da kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Hier soll es doch irgendwie noch ein bisschen. Ne. Gut. Sieht nicht so aus, als wäre hier was. Da kann man nochmal Licht anmachen, aber. Oh, da ist eine Tür. Das ist auch Schlüssel erforderlich. Gut, dann hier können wir nochmal Licht anmachen, aber dann sind wir hier falsch. Schade, dann ist hier der Schlüssel wohl doch nicht. Dann düsen wir nochmal zurück. Bin ich hier richtig? Kann ich da noch irgendwie lang? Nee, schade. Das hätte jetzt können sein von der Minimap her. Da nochmal durch. Und jetzt muss ich gucken,
auf der Karte, wo wir jetzt noch nicht waren. Also jetzt können wir eigentlich nur noch nach links. Oder können wir hier noch nach... Moment. Wo bleiben denn meine Freunde? Ach, da kommen sie angerannt. Geht's hier noch nach rechts? Nee, aber da können wir noch Licht anmachen, okay. Da war die Minimap irgendwie nicht aktualisiert. Quatsch, die Map. Deswegen dachte ich, da könnte es vielleicht noch weitergehen. So, und hier müsst ihr jetzt aber auch irgendwo Licht anmachen. Können. Ne, geht irgendwie nicht. Aber hier ist auf jeden Fall eine Tür und da waren wir auch noch nicht durchgegangen. Da sind wir noch nicht durchgegangen und ich höre doch schon die Gegner. Ich höre doch schon die Gegner. Die sollten mal mehr Licht machen. Kann man. Die Wampe voll, die Axt gewälzt. Ja, mit denen unterhalten bringt nichts. Oh, da hinten ist doch hell. Da hinten ist es hell, das ist doch schon mal. Naja. Wir hoffen mal, dass da jetzt auch irgendwas ist. Gegner sind auf jeden Fall, sieht man schon. Irgendwas Modderhaut. Jetzt lassen meine Kollegen mich nicht durch. So, einmal schön Quen angemacht. Und sie lassen mich erneut nicht durch. So, jetzt aber. Zack, zack, zack. Und da hinten liegt irgendwas. Da hinten liegt irgendwas und das ist rot. Frisch auf. Was? Ah, weg. Wow. Ja, hier ist der Schlüssel. Sehr schön. Und das hier sollen wir... Tja, das war's dann wohl. Und zack. So. Wann hast du deinem Schwanz das letzte Mal was Aber das war doch jetzt eine neue Quest, oder? Moment. War das nicht eine neue Quest jetzt hier mit dem... Nö. Ich dachte, dass wir die Dinger hier verschütten können. Wäre eine neue Quest. War es aber nicht. Also der hat ja gesagt, wir sollen hier das Ding verschütten, um den Viechern den Weg abzuschneiden. Was ging da? Licht an aus. Okay, aber hier kommen wir eh nicht mehr hin. Von daher war es dann doch ohne dich. So, wo müssen wir jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Wo, welchen Gang? Hier durch und dann links. So, da müssen wir hin. Also den Schlüssel hätten wir schon mal. Und dann geht's hier direkt links. Tür geöffnet, sehr schön. Und jetzt Licht an aus. Und da höre ich doch schon was. Und Licht wieder an aus. Und dann speichern wir an dieser Stelle auch. Denn ich höre da wieder irgendwas kommen. Irgendwelche bösen Viecher. Beziehungsweise so komische... Keine Ahnung was. Direkt mal Öden schon mal auswählen. Da kommt eins. Da kommt eins. Lass uns doch da durchrennen. Ja, genau so. Zack. Ist dann viel schön in den Erdöden reingerannt. Und zack. Wir sind jetzt irgendwie vergiftet. Dann wählen wir mal Igni aus. Und zack. Oh, hat gar keinen getroffen. Jetzt aber, der eine brennt. So. Ich hoffe mal, ihr seht einigermaßen was. Dass es nicht zu dunkel ist. So, einer ist tot. Und zack, jetzt ist er wieder explodiert. Und jetzt nur noch dieser Leichenfresser. Komm, nur ein Schlag, du. Oh, und weg von dem. Und jetzt nur noch dieses, wie heißt das? Modderhaut. Und weg von dem Vieh. Flats. Licht an aus. Zack. So, hier können wir wieder Zeug einsammeln, aber... Ich nehme nur das, was uns wirklich was bringen würde. Ne. Da war nicht wirklich was dabei. Geht's da weiter jetzt? Ja. Da geht's weiter.
Und was ist das? Achso. Ne, jetzt lassen wir. Wir haben ja nicht genug Platz im Inventar. Den schaffen wir, sobald wir wieder in Wergen sind. Relativ wenig Leben jetzt. Und da hinten kommt wieder ein Vieh angerannt. Da setzen wir auch direkt mal ein Irdenzeichen. Und direkt danach aktivieren wir Quen. Lass es doch da reinrennen, du Volldepp. Alter, lässt er das vor dem Irdenzeichen stehen. Das ist ja der Wahnsinn. Also, dann machen wir das Vieh mal so Platz. Ja gut, geht auch. War kein zweiter in der Nähe und Flats. Da explodiert das Ding wieder. Jetzt müssen wir mal gucken, wo geht denn hier Licht an. Da ist wieder eins. Zack. Das machen wir dann auch noch platt. Das sollte klappen. Wir haben ja Quen. So, ist hier jetzt wieder so eine Höhle, wo die Viecher rauskommen, oder was? Oh. Gut, dass wir Quen noch anhatten. Vergessen wegzugehen. Aber hier war auf jeden Fall noch eine Truhe. Da sind Orans drin, die können wir immer mitholen. Super, so eine riesige Truhe und da waren drei Orans drin. Okay. Ey, haut ab. Jetzt haben die mich hier eingesperrt, ey. Ein echter Zwerg baut im Leben eine Festung, fällt eine Eiche und bumst. Haut ab. Ich will da raus. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, ey. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das gibt's ja nicht. Valerie, Valera, seid ihr auch mal endlich da? Alter! Oh, endlich, so. Haben die mich dann nicht mehr rausgelassen, die Idioten. So, hier müsste... Ich hab doch hier so ein Licht an Dings gesehen. Da war wieder eins, so. Wie weit ist es denn noch? Zuerst mal speichern und danach gucken wir, wie weit es noch ist. Ah, und da sieht man hier gerade, wir können da auch noch ein Dings, ein Licht anmachen. Oh, noch sehr weit. Noch sehr weit. Ich hoffe mal, dass wir den Weg nachher nicht wieder komplett zurücklaufen müssen, sondern direkt rausgebracht werden. Also ab und zu teleportiert das Spiel einen ja raus. Keinen falschen